Wir nehmen euch heute mit nach Österreich, genauer gesagt in die Kitzbüheler Alpen ins Pillerseetal. Nicht nur im Winter gibt es dort jede Menge zu erleben. Der Sommer ist ebenso schön und bietet besonders für Familien viele spannende Aktivitäten. Wir haben für unseren Aufenthalt hier die Pillerseekarte bekommen. Damit bekommt man quasi inklusive Eintritt zu allen Bergbahnen und Attraktionen, die wir euch jetzt in diesem Urlaub zeigen. Und die werden wir jetzt gleich das erste Mal benutzen, indem wir hier mit der Bergbahn nach oben fahren. Der Wildseeloder ist der Fieberbrunner Hausberg und gehört bei jedem Besuch im Pillerseetal dazu. Ja, wir machen jetzt gerade mal eine kleine Pause hier im Schatten. Der Aufstieg ist ultra anstrengend. Im wunderschönen Bergsee kann man sich im Sommer erfrischen oder auch im Wildseeloderhaus lecker zu Mittag essen. Die Wanderung dort hoch ist etwa 3 Kilometer lang und dauert 2 Stunden im Aufstieg. Wenn ihr am Wildseeloder seid, lohnt es sich auch, Timox Alpine Coaster einen Besuch abzustatten. Auf der Mittelstation der Bergbahn befindet sich Timox Wilde Welt, wo neben der Rodelbahn auch Spielplätze und ein kleiner Wildpark sind. In den Sommermonaten findet in St. Ulrich am Pillersee jeden Mittwoch das Seeleuchten statt. Der Eintritt ist kostenlos und nach traditioneller Blasmusik gibt es um ca. 22 Uhr ein abschließendes Feuerwerk. So, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, machen wir heute eine kleine Fahrradtour. In vielen Hotels am Pillersee kann man E-Bikes ausleihen. Wir sind damit von St. Ulrich nach Fieberbrunn gefahren, um im berühmten Dorfcafé ein Eis zu essen. Danach ging es für uns an den Lauchsee, um eine Runde baden zu gehen. Mit der Pillerseetal-Card ist der Eintritt hier kostenlos. So, wir haben uns jetzt hier mal am Pillersee niedergelassen, weil es ist echt heiß heute. Wir haben, glaube ich, so 28 Grad. Und am Pillersee und in vielen anderen Seen hier in der Gegend kann man auch schön baden. Auch im Pillersee ist Baden erlaubt. Allerdings ist das Wasser dort im Vergleich zum Lauchsee ganz schön kalt. Das Jakobskreuz ist das höchste begehbare Gipfelkreuz der Welt. Mit dem Sessellift geht es 1456 Meter nach oben. Wir sind jetzt hier das Jakobskreuz auch noch hochgefahren. Da kann man einfach mit dem Aufzug hochfahren. Das ist auch in der Pillersee-Karte inklusive. Und die Aussicht von hier oben, wie ihr gerade gesehen habt, ist ja echt der Hammer. Ne? Ja, auf jeden Fall. Richtig schön. Neben dem Jakobskreuz gibt es dort den wunderschönen Blumenlehrpfad zu entdecken. Eine kleine Spazierwanderung von unter 2 Kilometern bis zum malerischen Speichersee. Das Wasser ist dort glasklar. Im Pillerseetal gibt es sogar einen Freizeitpark, den Erlebnispark Familienland. Hier gibt es neben verschiedenen Fahrgeschäften für Kinder auch eine richtig coole Raftingbahn und die höchste Familienachterbahn Österreichs. Ein Muss für Familien ist auch der Triassic Park an der Steinplatte Weitring. Der Eintritt ist kostenlos und hier gibt es neben der schwebenden Aussichtsplattform jede Menge Dinos zu entdecken. Wenn ihr noch mehr aus dem Pillerseetal sehen möchtet, schaut doch mal in unserer Vlog-Reihe vorbei. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns total über euer Abo und Like freuen. Bis zum nächsten Mal bei Nilsa Travels.